Dominik Volinček, victoire 4-3 en prolongation, question difficile. Vous avez gagné un point en prolongation ou vous en avez perdu un pendant le temps réglementaire? Moi je crois qu'on a perdu, mais je vais continuer en allemand. Ich glaube, wir haben sicher einen Punkt verloren, weil wenn 3-0 führst und nachher, ich habe das Gefühl, Fisch war völlig von der Rolle nach dem ersten Drittel. Und das hätten wir eigentlich so ausnutzen, aber nachher nehmen wir, ich weiß nicht, 5 oder 6 Strafen, völlig unnötig. Und ja, das hat ihnen den Weg zurück in den Match gegeben und nachher beim 3-3 haben sie das Momentum gehabt. Und dann war es schwierig für uns, konzentriert zu bleiben. Ja. T'as marqué le premier but de la saison, ton premier but. Je pense pour la confiance, c'est idéal de commencer comme ça avec un but dans un derby, à titre personnel. Ja, letzte Saison habe ich lange müssen warten, sehr lange müssen warten. Diese Saison ist schön, dass es im ersten Spiel geklappt hat, aber wenn noch ein zweiter rein wäre, hätten wir vielleicht 3 Punkte gehabt und nicht nur einen. Oder 2, sorry, nur 2 Punkte. Aber schauen, dass es morgen weitergeht, dass wir in Chur 3 Punkte holen können und dann stehen wir schon mal gut da mit 2 Siegen. Demain, vous avez un long déplacement à Coire. Je pense qu'un week-end à 5 points, ce serait parfait. Wäre perfekt, ja. Das ist genau das, was wir wollen. 6 Punkte wären besser gewesen, aber jetzt müssen wir 5 holen. Und wenn du 5 Punkte geholt hast, dann kannst du nachher mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Je te remercie, Dominique.